Ja, zum Auftakt ist es immer schwer nach einer relativ langen Vorbereitung. Nach einer sehr intensiven Vorbereitung ist es immer schwer, ins erste Pflichtspiel reinzukommen. Und ich denke, wir haben das über weite Strecken gut gelöst, viele Chancen rausgespielt. Wir müssen hinten noch ein bisschen sicherer stehen, aber das wird die nächsten Spiele kommen. Ja, meiner Einschätzung nach haben wir sehr stark begonnen, die ersten 30 Minuten das Spiel klar dominiert, haben es versäumt, da das zweite Tor zu machen und dann ein bisschen den Faden verloren und sehr unglücklich vor der Pause den Ausgleich kassiert. Und ein fast identisches Tor dann zum 1:2, als wir weder hier beim Einwurf noch drüben bei der Flanke entscheidend stören oder doppeln. Hier bei der Flanke. Ja, als erstes kommt erstmal am Donnerstag Roland Wedel im Pokal. Ist eine klare Pflichtaufgabe, wird sicherlich nicht einfach, die werden tief stehen, aber dann müssen wir uns durchbeißen und wieder viele Chancen rausspielen und die natürlich auch machen. Und dann haben wir, glaube ich, Niendorf am nächsten Sonntag. Das wird auch wieder ein schweres Spiel, gerade bei denen auf dem Platz sind die immer stark, aber ich bin da ganz zuversichtlich, wir haben eine gute Vorbereitung gehabt. Jetzt 3 Punkte zum Auftakt und ja, da werden wir die nächsten 3 Punkte holen wollen. Ja, wir müssen uns finden. Wir haben ja ein sehr schweres Programm. Wir spielen Dienstag ja schon im Pokal gegen Altona, dann spielen wir zu Hause Freitag gegen Concordia. Also wirklich ein sehr schweres Programm. Heute hier beim sehr heimstarken Rugenbergen. Es wird noch eine Weile dauern, bis wir unser Team gefunden haben. Und die Position mit der Einstellung heute, mit der Torgefahr, war ich sehr zufrieden.